Also, hallo allerseits. Zuerst ein Punkt zu meiner Bio. Wie erwähnt, also Verwaltungsrat von C-Crowd, das ist korrekt. Aber eigentlich bin ich verkappter Schlosser und virtueller Anarchist. Er hatte Gelegenheit, das einmal anzuschauen, die Präsentationsvorlage ist entstanden, als ich plötzlich abends einen Gedankenblitz gehabt habe und den zu Papier gebracht hat. Und danach hat sich mein einjähriger Sohn, ich habe noch einen zweiten, 4 Jahre alt, hat sich gleich daran gemacht, den Entwurf wieder zu zerteilen. Darum habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich ihn ganz schnell abfotografieren. Und bevor er da wirklich Hand anlegen konnte, ist mir das noch gelungen. Darum da diese kleinen Händchen. Das ist eigentlich auch der Ausschlag für meinen Weg. Der rote Faden durch meine Karriere heißt Collaboration. Ich hatte Gelegenheit, 10 Jahre als CIO eines Schweizer Industriekonzerns, parallel dazu diverseste Startups aufgebaut. Und als mir meine Frau verkündet hat, dass sie nun schwanger sei, habe ich realisiert, dass ich jetzt noch genau 9 Monate Zeit habe, meinen ganzen Ventures, die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen zu konsolidieren, habe die in eine Holding gehängt und habe mich dann kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes ohne Amt und Würde verabschiedet, um mit großen Augen mit meinem Sohn in die Welt zu schauen, was wir jetzt da so anstellen können. Ich tue das auch heute noch. Ich fragmentiere und defragmentiere Systeme, ich schraube sie auseinander und schaue, was hat in Zukunft noch Bestand und was lassen wir lieber sein. Ich denke, die Folie spricht für sich. Es geht darum, Kapital und Skills die nötige Traktion zu verschaffen. Es geht um Investitionen. Und wenn ich von Investitionen spreche, dann spreche ich nicht nur von Kapital, sondern auch von der dementsprechenden Arbeit der Skills. So. Das macht nichts. Adieu zu den Axiomen der zweiten industriellen Revolution. Das erste Axiom, dass Ressourcen unendlich, jederzeit, in beliebiger Menge, at no price, Klammer, die Kosten trägt die Allgemeinheit, verfügbar sind. Ich denke, das hat uns allen gedämmert, dass wir so nicht weiter wirtschaften können, weil uns derweil sonst einfach der Planet abglüht. Das zweite Axiom wurde gerade prominent von Ernst Fehr, geehrt mit dem Gottlieb-Duttweiler-Institut, demontiert. Das ist der Homo economicus. Das Problem ist nur einfach, dass wir unser ganzes Wirtschaftssystem auf dieser Verhaltensweise aufgebaut haben. Und dabei kommt etwas zu kurz, nämlich die Freude, oder anders gesagt, es macht zum Teil einfach keinen Spaß mehr. Hello to collaborative consumption. From push to pull. Ich denke, das ist heute in diversen Vorträgen auch ganz klar rübergekommen.
dass heute der Konsument nicht einfach am einen Ende der Wertschöpfungskette steht und das konsumiert, was man ihm eben vorsetzt, sondern dass er vermehrt in der Lage ist, seine Vorstellungen mit einzubringen und dementsprechend Produkte selbst mitgestalten kann. Das erübrigt gewisse Antizipation in der Produktion und erspart auch das Matching mit roher Marketinggewalt, um nachher die Produkte in die Märkte zu drücken. It's all about sourcing. Wie ich in meiner Bio gesehen habe, wurde das Thema Open Source hervorgestrichen. Ich denke, das ist ein Vorbote, was uns noch blühen wird, wenn wir schauen, was zum Beispiel in der Software möglich war. Ich spreche da eines der größten Projekte überhaupt an, das Betriebssystem Linux, als prominenter Vertreter dieser Bewegung. Und ich bin auch überzeugt, dass wir jetzt an der Schwelle stehen, wo wir nicht nur über Open Source Software sprechen, sondern auch über Open Source Hardware, ein außerordentlich spannendes Gebiet. Auf dieser Reise habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Ideen nicht einfach an existierende Institutionen andocken kann. Die Universitäten haben ihre Rolle als Konservatoren und nicht unbedingt als Innovatoren, was sich darin äußert, dass das Wissen mehrheitlich in diesen Elfenbeinsilos verrottet, anstatt geteilt zu werden. Darum habe ich mich daran gemacht, diese realen Räume zu schaffen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Parallel zu den reellen Räumen habe ich zeitgemäß selbstverständlich auch die digitalen Spaces mit aufgebaut, um dort eben auch symmetrisch wirken zu können. Es ist uns nicht immer möglich, wie hier, in sehr, sehr wertvoller Zeit und Ort synchron zu interagieren. Dafür gibt es auch andere Kollaborationsformen, wo wir eben orts- und zeitunabhängig oder in Hybridmodellen innovieren können und Neues entstehen lassen. Ich bin Mitinitiant von FabLab Zürich, einem niederschwelligen Angebot für jedermann, wo eben Neues entstehen kann, wo die dementsprechenden Produktionsmethoden zur Verfügung stehen und das Produkt von FabLabs heißt Wissen. Es gibt mittlerweile ein weltweites Netzwerk von 140 FabLabs, wo das Wissen dementsprechend ausgetauscht wird. Die neueste Frucht wird heute Abend hier in Bern eröffnet. Seid herzlich eingeladen. Im unteren Teil seht ihr das digitale Gegenstück. Das ist die Kollaborationsplattform, wo der dementsprechende Austausch stattfindet und das Wissen, das eigentliche Produkt eines FabLabs, ausgetauscht wird. Fast das gleiche in Grün, das Atelier im Sandkasten, das ist in St. Gallen, respektive in Goldach am Bodensee, wo wir auch einen dementsprechenden Space aufgebaut haben, wo vornehmlich junge Leute mit größtem Engagement und Freude
dementsprechende Produkte entstehen lassen. Im Gegensatz zu FabLab Zürich ist das Atelier im Sandkasten viel analoger orientiert und damit eigentlich auch im Austausch eine ideale Ergänzung. Ich bin ebenfalls im Coaching Board des Blue Lions, der Inkubator in Zürich, wenn man von der Autobahn rauskommt Richtung Osten oder Flughafen, der langgestreckte silbrige Bau. Blue Lion gibt es jetzt mittlerweile ein Jahr und ist fokussiert auf ICT und Cleantech Startups. Das Himmenlab, auch ein Lab mit Ausrichtung Microcontroller, UAS, Unmanned Aerial Systems, sprich Drohnen und so weiter mit den dementsprechenden Tools. CoFactory, noch unbebildert, das neueste Kind am Horizont, ist ein Spin-off der Universität St. Gallen vom Institut für Wirtschaftsinformatik. Dort sitzen die führenden Köpfe von Design Thinking, einer eindrücklichen Methode, in Anführungszeichen wieder den Perfektionismus. Es geht um Rapid Prototyping und ganz, ganz stark eben um Pull-Mechanismen in Kollaboration, sprich Ask the Customer, er wird dir sagen, wie das Produkt, das er kaufen wird oder will, auszusehen hat. Im Digital Space, im Basecamp, haben wir aktuell heute anscheinend 92 Personen in insgesamt 24 Projekten, die eigentlich mehr oder weniger über den Erdball verstreut sind, wo sich dementsprechende Zellen herausgebildet haben. Das sind so Screenshots, wie da gearbeitet und diskutiert wird. VIOS, das virtuelle Institut für offene Systeme, bringt Sauerstoff in die Startup-Szene, wenn wir überhaupt von Startups sprechen wollen, weil ich der Meinung bin, dass wir eigentlich in diesem Gebiet schon viel, viel früher einsetzen müssen, um dementsprechend Nutzen zu stiften, wie wir wirklich von der Idee über die Finanzierung bis zum Markteintritt ein Projekt entlang des ganzen Lebenszyklus dementsprechend begleiten können. Wir sprechen bei den Ideen von den Sparks. Und dann geht es weiter zu Einaggregieren der Skills. Wir haben ein relativ großes Advisory Board, das nicht ausschließlich monetär motiviert ist, sondern vor allem ihre Expertise einbringen wollen und dementsprechend auch anpacken wollen, dass sie sich dabei nicht ausschließlich um graue Füchse handelt, die selbstverständlich auch wiederum in ihren Möglichkeiten über das dementsprechende Kapital verfügen, um sich dann eben einzubringen, ist relativ klar. Unten im Bild die Seed Breeders. Die Seed Breeders, das ist das Netzwerk dieser ganzen Makers, die gemäß der abgebildeten Methodologie in unserem Virtual Space, aber auch analog angeführt, dementsprechend Produkte
gestalten. Ein nicht unwesentliches Element in dieser Kette ist selbstverständlich C-Crowd, die Online-Fundraising-Plattform für Crowdfunding in der Schweiz. Wir haben unsere Strategie dementsprechend angepasst und bieten heute nur noch Equity-Based Crowdfunding an. Das heißt, wir haben uns darauf beschränkt, lediglich Firmen, sprich Aktiengesellschaften, zu finanzieren. Und diese ganze aufgezeigte Wertschöpfungskette ermöglicht es uns natürlich schon im Vorfeld dementsprechend zu selektionieren und die Qualität der Investitionen dementsprechend zu sichern, Risiken zu minimieren. Der ganze Treiber hinter der Geschichte ist die Freude am gemeinsam Erreichten, womit wir wieder beim zweiten Axiom am Anfang der Präsentation angelangt sind, dass es eben nicht nur monetäre Anreize gibt, um Werte zu schöpfen und Neues entstehen zu lassen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und stehe selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich kenne C-Crowd vor allem als Crowdfunding-Plattform. Was Sie jetzt gezeigt haben, ist so ein bisschen eine Diversifikationsstrategie oder eben ein Weg hin zum Orchestrator, wo Sie auch näher bei den Startups sind. Wenn man auf Ihre Homepage schaut, steht, dass da irgendwie ein Relaunch zu erwarten ist. Geht das in die Richtung oder was ist da zu erwarten? Der Relaunch von C-Crowd, das ist, was ich jetzt schon ausgeplaudert habe, die Ajustierung der Strategie, dass wir uns nicht mehr mit Charity, Spenden und ähnlichen Aktionen befassen, aus verschiedenen Gründen. Es gibt andere hervorragende Organisationen, die sich diesem Thema angenommen haben in der Schweiz. Der Markt ist in diesem Sinne auch sehr, 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 sehr klein. Und da gibt es natürlich auch regulatorische Gründe dafür. Und darum haben wir uns entschlossen, uns dementsprechend auszurichten. Die anderen Elemente, die ich aufgezeichnet habe in dieser ganzen Wertschöpfungskette oder in diesem Ökosystem, die ich aufgezeichnet habe, agieren eigentlich als Mashup in größtmöglicher Unabhängigkeit, weil am Schluss, Stichwort Kredibilität, ist es ein People-Business, um eben die dementsprechenden Projekte, Skills, Talente zu identifizieren, um dementsprechend zusammenzubringen, wo man eben ein Mashup kreiert, in dem es möglich ist, mit dem Vertrauen eben Stärken zu stärken und dementsprechend Projekte zum Erfolg zu bringen. Danke.